Hallo! Heute geht es um ein Video bezüglich eines berühmten Künstlers. Es geht um Schallplatten und es gibt so ein paar Songs, die kann ich auf CDs anspielen. Ich versuche das Video diesmal wirklich kurz zu halten, maximal 10 Minuten. Es geht um einen Ausnahmekünstler, der eigentlich ziemlich underrated war. Vielleicht die Kenner unter euch werden ihn kennen, aber die meisten, selbst die 60er, 70er und 80er Jahrgänge, die werden ihn wahrscheinlich nicht kennen. Er ist ein ganz berühmter Keyboarder gewesen, unter anderem hat für Miles Davis, Art Blakey, Razan, wie heißt der Typ noch, Razan, Roland Kirk gespielt, also für ganz verschiedene große Jazzmusiker als Keyboarder, Fusion, Instrumentalist und impressionistischer Instrumentalist. Das heißt, so eine Art Miles Davis für Keyboards. Und wir reden hier über Lonnie Liston Smith. Hat 1974 seine Band gegründet, Lonnie Liston Smith and the Cosmic Echoes. Traumhafte Musik, die geht richtig ab. Und der hat seine beste Zeit gehabt in den 60er, 70er, 80er Jahre. Ich versuche alle Platten von ihm zu gründen, zu bekommen. Er hat ungefähr so, circa so 10 bis 20 LPs und weiß nicht, wie viele Hits der gelandet hat in den 60er, 70er, 80er in den Billboard Charts. Hat auch für andere komponiert. Das ist mein Tipp für heute. Lonnie Liston Smith and the Cosmic Echoes. Einer seiner besten Platten, die fehlt mir hier noch auf Vinyl. Das ist Vision of a New World. Ja. Und die spielt auch gerade. Hört mal zu. Diese Fender Rhodes Orgel, ein Traum. Ganz berühmtes Stück. Nennt sich Summer Nights. Absolut chillig. Aber dir ist der Knaller. Best of Lonnie Liston Smith. Unbedingt kaufen. Hammer. Und Lonnie Live in LA. Das waren für mich Götter. Wenn ich mir heute den Scheiß anhöre, der heute gespielt wird, ja, man sagt ja, das ist Musikgeschmack, aber wenn ich mir das anhöre, da ist alles Mix von Chill, Transzendent, Rock, Fusion und richtig komplexe Kompositionen.
Der gute Mann ist am 28. Dezember 1940 in Richmond geboren. Der lebt noch, macht noch hier und da noch ein paar Konzerte. Der ist mittlerweile alter Schwede. 83. 83, gibt noch Konzerte. Gott sei Dank lebt er noch. Mit Miles Davis hat er ein paar Sachen gemacht. Hat mit Bob Thiele zusammen produziert, einer seiner Platten. Reflection of a Garden of a Dream ist auch ein Hammer. Hammerplatte. Ja, Lonnie Liston Smith. Ich mach ein bisschen leiser. Und here we are, noch eine. Die ist auch super geil. Exotic Mysteries. Lonnie Liston Smith, Exotic Mysteries. Ich mag immer diese Plattencovers von früher. Das war einfach geil. Also was es da im Soul-Bereich alles so gab, in Jazz. Das ist hier zum Beispiel eine CBS Original. Leider hat der nie was für Blue Notes gemacht. Schade. Mir sehr gerne ein paar 180 Gramm Vinyl von ihm gewünscht. Werde ich ein paar Sachen nächstes Mal wieder vorstellen von auch Funk, Jazz. Von ein paar Künstler aus Blue Note Pressung beim nächsten, übernächsten Video. Aber auch super Platte. Quiet Moments ist auch ein Traumsong. Quiet Moments. Ja, Mystical Dreams und so weiter. Magical Journey. Kann ich euch nur empfehlen. Ja. Also wenn ihr mal in die Zeit zurückgehen wollt, ideal auch so, die haben auch was Leichtes, Melancholisches, die Platten von Lonnie Liston Smith. Und sehr geil sind die so zu hören, wenn man so, wenn die Sonne knallt, wenn die Sonne scheint oder man ist am Strand oder so, so Summer Nights und so, das sind so, ach, oder man genießt die Sonne, man chillt einfach, also das sind Traumplatten, also. Und einige gehen spirituell richtig ab, Fusion-mäßig. Und ja, der war in den 60er, 70er, 80er in Deutschland kaum bekannt. Ja. Hat hier sicherlich hier und da mal Konzerte gegeben in Europa. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, wo genau. Geht einfach mal auf Wikipedia, googelt mal, geht auf Wikipedia, Lonnie Liston Smith, und dann kriegt ihr die ganze Discogs von ihm. Das war's eigentlich. Und wie gesagt, ich verabschiede mich immer mit einem geilen Song. Ich spiele mal hier noch was von ihm, was richtig cool ist. Einfach geile Mucke. Stück Nummer 2. So, Freunde. Ich lasse euch mal ein bisschen alleine mit Lonnie. Ich danke euch. 10 Minuten 30. Ich habe es gepackt. Ich freue mich auf das nächste Video. Wünsche euch viel Musik, beste Gesundheit. Glaubt nicht jeden Scheiß, was die Medien sagen. Musik, Records und Bücher. Und dann ist die Welt in Ordnung. Bis dann, euer Carlo. Ciao.